Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie schön, dass Sie mit uns in den Frühling starten. Alle können es kaum noch erwarten, endlich wieder Farben, Wachstum und Geselligkeit draußen zu erleben. Und damit Sie dabei immer gut informiert sind, machen Sie genau das Richtige und schauen unsere Magazinsendung. Suchen Sie mit uns die Biberburg am Wellebach? Erfahren Sie etwas über Klimaschutz und Energiesparen und seien Sie bei der Azubi-Nacht der Bäckerei Lange dabei. Auch hier bei uns in Salzkotten kann man Nutrias, die sogenannten Sumpfbiber, finden. An der Heder haben sie ihre Bauten. Ob die Nagetiere, die im Erwachsenenalter über 50 cm groß und über 6 Kilo schwer werden können, nun auch den Wellebach in Salzkotten erobern, darüber hat mein Kollege Henry Meyer Nachforschungen angestellt. Auch sie sind längst an der Heder heimisch geworden, die Nutrias oder Sumpfbiber, ihre ursprüngliche Heimat Südamerika. Vor etwa 100 Jahren wurden die ersten Nutrias in Pelztierfarmen gezüchtet. Aus diesen entwichen einige Exemplare. Die Art verbreitete sich rasch. Nutrias legen ihre Baue, meist kurze Tunnel ohne Seiteneingänge, in Uferböschungen an. In der Abenddämmerung und Morgendämmerung sind sie im Naturschutzgebiet Sülzsort gut zu beobachten. Von den Nutrias an der Heder werfen wir einen Blick in ein kleineres, aber nicht unbedeutendes Gewässer der Stadt. Es ist der Wellebach im Westen Salzkottens. Eine Biberburg im Wellebach, dazu der Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, Martin Westermeier. Wir führen im Moment im Bereich des Wellebachs und auch des angrenzenden Lärmschutzwalls zwischen dem Wohngebiet Westring und der Geseker Straße Pflegearbeiten durch. Wir haben den Bereich in mehrere Pflegeabschnitte unterteilt, sodass wir in jedem Jahr nur relativ kurze Abschnitte sozusagen auf den Stock setzen und in den anderen Abschnitten wir entsprechend den Raum schaffen, wo sich die Vegetation, aber auch Kleinlebewesen, Insekten zurückziehen können und auch dann in der angrenzenden Vegetationsperiode entsprechenden Raum finden. Wir aber gleichzeitig den Ansprüchen im Bereich des Lärmschutzwalls der Anlieger auch Genüge tun können. Und im Bereich des Wellebachs ist auch der Hochwasserschutz und der Schutz vor Starkregenereignissen für uns wichtig, sodass wir da auch entsprechend die Profile freihalten können. Bei viel Regen schwillt der Wellebach von 20 cm Wasserhöhe auf 1,50 m Wasserhöhe an. Denn der Bachlauf muss nun das Oberflächenwasser von den Dächern der Häuser und den gepflasterten Flächen aufnehmen. Eine Biberburg wäre dann alles andere als wünschenswert. Dann wünschen wir uns natürlich, dass die Nutrias weiterhin das gute Klima an der Heder genießen und dort bleiben. Da wären wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Klima- und Energiesparen geht nicht nur uns Bürger und Bürgerinnen an. Dieses Thema beschäftigt natürlich auch Länder und Kommunen. Ernst Köchling hatte einige Fragen an die Mitarbeiter der Stadt Salzkotten, die in ihren Fachbereichen gut informieren konnten. Wir leben in einem krisengeschüttelten Zeitalter. Hatten wir zunächst mit dem von Menschen gemachten Klimawandel zu tun, sind seit dem Krieg in der Ukraine die Energiepreise wie Öl, Gas und Strom durch die Decke gegangen. Der Staat kann hier helfen, aber auch die Kommunen. Wir haben bei der Stadt Salzkotten nachgefragt und treffen dort auf Sam Saifchadi, dem Klimaschutz- und Mobilitätsmanager, und Martin Westermeier, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung. Kürzlich fand auf Ihre Initiative eine Klimaschutzwerkstatt statt. Mehr als 30 Interessierte hatten hieran teilgenommen. Welche Erfahrungen konnte man hierbei sammeln? Also es ging darum, dass die Leute, mit denen wir in Austausch dort gekommen sind, uns mitgeteilt haben, was sie selber im Prinzip gemacht haben und das, was sie selber vorhaben. Weil Klimaschutz funktioniert, wenn wir alle uns dran beteiligen. Wir als Verwaltung haben da sicherlich eine Vorbildfunktion, aber wir nehmen natürlich auch gerne Impulse von den Bürgerinnen und Bürgern aus Salzkotten und Umgebung natürlich auf, um letzten Endes das zu potenzieren und daraus Gemeinsames im Sinne des Klimaschutzes dann zu bewerkstelligen. Und das Ganze war unter den Themenschwerpunkten der energetischen Gebäudesanierung, Energiesparen im Haushalt und klimafreundliches Leben.
Ja, die Energiepreise, sie sind zum Teil um mehr als das Doppelte gestiegen. Für viele Bürger entsteht daraus eine existenzielle Notlage. Sind Sie hierbei alleingelassen? Ja, ich glaube nicht, dass die Bürger da komplett alleingelassen worden sind. Wir als Stadt Salzkotten können da relativ wenig tun, außer unsere Unterstützung natürlich anbieten. Aber es hat im letzten Jahr ja schon auch auf Bundesebene einige Entlastungspakete und Energiepauschalen gegeben, die ausgezahlt worden sind. Jetzt gibt es im Strom- und auch im Gasbereich jeweils einen Preisdeckel, sodass da auch die Energiepreise letztendlich nicht ins Unendliche schießen können im Vergleich zum Vorjahresverbrauch. Und wenn es da Probleme gibt, stehen wir natürlich als Stadt Salzkotten gerne auch im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Verfügung. Wenn nun die Rechnung ins Haus kommt und der Abschlag hat sich um mehr als das Doppelte verteuert bei Strom und Gas, was hat man denn da für Möglichkeiten? Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt ein Vertrag ausläuft oder eine Preiserhöhung angekündigt ist, ein Sonderkündigungsrecht da zu nutzen und entweder dann in die Grundversorgung, insofern sie günstiger ist, zu wechseln, beziehungsweise auch aktiv über die Vergleichsportale einen günstigeren Anbieter herauszusuchen. Man merkt mittlerweile, dass sowohl im Gas- als auch im Strombereich die Preise wieder runtergehen und dass es auch schon Angebote gibt, die unterhalb der Preisgrenzen, beispielsweise beim Gas 12 Cent oder beim Strom 40 Cent pro Kilowattstunde liegen, um da auch dann aktiv Geld zu sparen. Ein weiteres Thema ist das Energiesparen im Haushalt. Können Sie auch hier eine Hilfestellung geben? Gibt es Förderprogramme und wo kann man sich informieren? Zum einen gibt es unser städtisches Förderprogramm, wo man durch die Handlungsfelder erneuerbare Energien oder auch Gebäudesanierung sich einen Förderzuschuss beantragen kann. Das heißt, dann kann man aktiv was an dem eigenen Energieeinsparpotenzial unternehmen mit städtischem Zuschuss. Auf der anderen Seite bieten wir in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale telefonische Beratungen statt. Es gibt feste Termine, die sind auf der Homepage erkennbar. Dort kann man das sind Donnerstage sind jeweils in einem 3-Monats-Takt, kann man sich bei mir anmelden per Mail oder per Telefon und dann wird ein Energieberater der Verbraucherzentrale sich mit den jeweiligen Interessierten oder der Interessierten in Verbindung setzen und dann kann man dort seine Fragen loswerden und hoffentlich dann auch beantwortet bekommen. Und darüber hinaus bewerben wir unter anderem auch Online-Seminare, die explizit auf das Thema Solarstrom, Energie einsparen, Heizungskosten senken, letztlich das Thema innehaben und das sind allgemein gehaltene Informationen, die man dort bekommt, aber auch kostenfrei natürlich und auch da kann ich zur Hilfestellung, diene ich der Hilfestellung, wenn es darum geht, den Link dafür zu bekommen, kann man mich jederzeit ansprechen. Die Stadt Salzkotten unterstützt mit einem Budget von 250.000 Euro die Projekte mit ihren Förderprogrammen. Wann wären diese Mittel erschöpft? Also grundsätzlich ist zu sagen, dass das Förderprogramm schon seit letztem Jahr besteht. Dort war mit gleichem Haushaltsansatz das Förderprogramm schon aufgelegt worden. Da waren die Mittel Ende November erschöpft. In diesem Jahr steht uns ein gleicher Haushalt zur Verfügung, also wie gesagt 250.000 Euro. Der Andrang ist hoch, die Resonanz ist sehr groß. Ich kriege im Schnitt 1 bis 2 Anträge pro Tag. Das setzt sich im Moment so fort. Und sollte das so bleiben, dass in dieser Resonanz Anträge gestellt werden und natürlich auch bewilligt werden, dann ist damit zu rechnen, wie gesagt, bei gleichbleibender Antragseinreichung, dass das etwa noch in 6 Monaten etwa der Haushalt erschöpft wäre. Weitere Informationen zu diesen Themen unter www.salzkotten.de oder mein.salzkotten.de. Der Haushalt der Fördermittel wird diesmal also schneller erschöpft sein als im letzten Jahr. Ganz und gar nicht erschöpft zeigten sich die Mitarbeiter der Bäckerei Lange bei der diesjährigen Azubi-Nacht. Hier werden interessierte Jugendliche eingeladen, die verschiedenen Berufe der Branche kennenzulernen und in kleinen Workshops das eigene Können auszuprobieren. Da war zu später Stunde ordentlich Betrieb in der Wachstube, wie Sie im Bericht von meinem Kollegen Tobias Kleinschulte sehen können. Großer Trubel in der Backstube der Bäckerei Lange. Zum 6. Mal lädt das Obsprunger Familienunternehmen zur großen Azubi-Nacht ein.
Unter dem Motto "Back dir deine Zukunft" können potenzielle Azubis und ihre vielleicht zukünftigen Arbeitgeber aufeinandertreffen. Ein niederschwelliges Angebot für junge Menschen. Die perfekte Gelegenheit, um das Unternehmen kennenzulernen, mit Ausbildern und Vorgesetzten in Kontakt zu kommen und sein eigenes Können in verschiedenen Workshops auszuprobieren. Los geht es mit einer kurzweiligen Einführung durch die drei Geschäftsführer Dirk Lange, Birgit und Harald Laufs. Gemeinsam skizzieren sie den Weg der inhabergeführten Bäckerei von einer kleinen Dorfbäckerei im Jahre 1939 bis zum mittelständischen Unternehmen mit gegenwärtig 44 Filialen im Umkreis von 45 Kilometern um den Hauptsitz in Umsprunge. 500 Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Betriebs bei. Gut 11% der Belegschaft machen dabei die Azubis aus, die an diesem Freitagabend im Zentrum stehen, wie Geschäftsführerin Birgit Laufs betont, die stets mitten im Getummel unterwegs ist. Wir versprechen uns Kontakte zu Eltern, Lehrern und Lehrerinnen und Jugendlichen vor allem, die Interesse daran haben, nach der Schule in eine Ausbildung zu gehen. Und an so einem Abend wie hier können die uns natürlich live und wahrhaftig kennenlernen. Insgesamt hat die Bäckerei Lange 5 Ausbildungsberufe in ihrem Portfolio. Fachkraft für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk sowie natürlich Bäcker und Konditoren. Mehr als 40 potenzielle Bewerber sind dem Ruf an diesem Freitagabend gefolgt. Während Eltern, Lehrer und Begleiter eine exklusive Unternehmensführung mit Geschäftsführer Harald Laufs erhalten, wird es für die potenziellen Azubis praktisch. André Guschel ist Fachkraft für Lagerlogistik und demonstriert eindrucksvoll, was im großen Lager alles für Tätigkeiten anfallen. Neben einem guten Augenmaß, körperlicher Fitness und logistischem Denken müsse vor allem das Interesse an der Tätigkeit im Vordergrund stehen, meint der Ausbilder. Also ich finde es ganz wichtig, dass man ein mathematisches Verständnis hat. Räumliches Denken ist natürlich auch sehr sinnvoll. Und ganz besonders wichtig ist einfach, dass man Spaß am Arbeiten hat. Das ist das Wichtigste, denke ich mal. Azubi Alexander Breitenbicher ist im zweiten Lernjahr und packt schon ordentlich mit an. Im betriebseigenen Hochregallager hat er seine berufliche Heimat gefunden. Alexander weiß, worauf es ankommt und bereitet alles für den nächsten Tag vor. Logistiker, für ihn Beruf und Berufung. Also du hast ja einen Beruf, wo du viel auf Ordnung achten musst zum Beispiel. Du kannst jetzt nicht alles wahllos einräumen. Und das ist ja auch viel hier, das ist ja alles Kapital, das ist hier gebunden, das soll möglichst niedrig gehalten werden. Und ja, es macht Spaß, organisatorisch zu arbeiten. Ein paar Meter weiter und bei deutlich wärmeren Temperaturen sind die Bäcker im Einsatz. Unter der fachkundigen Anleitung von Bäcker André, Lehrling Abraham und Bäckermeister Yannick Meyer entstehen leckere Hefezöpfe. Dazu muss der Teig erst per Hand gerollt und in Form gebracht werden. Anschließend werden die Teigwaren glasiert und nach Belieben verziert. Yannick Meyer schaut genau hin bei den jungen Azubi-Nachtbesuchern und verrät, welche Fähigkeiten ein guter Bäcker mitbringen sollte. Also auf jeden Fall erstmal, man muss früh aufstehen können, man muss ein bisschen selbstständig arbeiten können auch, was auch alles mit der Ausbildung dann kommt, aber es ist auch schon mal ein guter Anfang. Ja, man muss ein bisschen kreativ sein, ja, Mathe ist ein wichtiges Thema auch und ja, das würde ich so sagen, das sind so die Basics, die sollte man schon mal drauf haben und dann ja, alles Weitere dann im Verlauf der Ausbildung. 25.000 Brötchen werden in dieser Backstube täglich hergestellt. Damit auf dem Frühstückstisch die frischen Brötchen stehen, müssen die Bäcker früh raus. Nachtschicht ist sprichwörtlich ihr tägliches Brot. Für den 27-jährigen Bäckermeister aber kein Problem. Die Nachtschicht habe auch so seine Vorteile, meint er. Also ich muss sagen, das hat mich jetzt nie wirklich gestört. Klar, man muss das halt abkönnen irgendwie, man muss da ein bisschen auch für gemacht sein. Aber man hat halt auch viele Vorteile. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man in der Woche mal versucht, einen Arzttermin zu kriegen, irgendwie ab 16, 17 Uhr oder sowas, ne? Das ist alles schon relativ schwer. Oder auch wenn man Kinder hat, man ist morgens zeitig zu Hause. Man kann den Alltag ein bisschen besser planen dann auch. Wenn vielleicht die Frau oder so dann auch arbeitet, kann man das eigentlich alles gut kombinieren. Noch kreativer als beim Bäcker-Workshop geht es bei den angehenden Konditoren zu. Auch die Anzahl der Interessierten ist hier am größten, was wohl unter anderem dem Erfolg so mancher Fernsehsendung zu verdanken ist, die die Tortenkünstler ins rechte Licht setzen. Unter den wachsamen Augen von André Briller dürfen die Schülerinnen und Schüler hier Marzipanschweine herstellen.
Angehende Feingebäckexperten sollten über ein hohes Maß an Kreativität verfügen und einen ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn haben. Wir erwarten natürlich handwerkliches Geschick, dann Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und man muss halt einfach Spaß am Beruf haben. Der 14-jährige Daniel ist auch auf der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb. So richtig weiß er noch nicht, in welche Richtung er gehen möchte. Die Ausbildungsnacht ist für ihn aber die willkommene Gelegenheit, einmal in den Beruf des Konditors hineinzuschnuppern. Ich bin heute hier, um mir die lange Bäckerei anzugucken und gucken, ob das was für mein späteres Leben wird. Und hier kann man ja Torten machen und das ist halt was anderes, als die ganze Zeit nur die gleichen Brötchen zu backen. Volle Action auch auf der kleinen Verkaufsfläche, die extra für die Azubi-Nacht aufgebaut wurde. Mit großem Eifer ist Theresa Wolke am Werk und lässt sich von Azubi Lucy Grimmel demonstrieren, wie man fachkundig Brötchenhälften belegt und an den Mann oder die Frau bringt. Theresa kann sich gut vorstellen, demnächst eine Ausbildung zur Fachverkäuferin zu absolvieren. Ja, also ich gehe generell gerne in die Bäckerei und ich sehe halt diesen Beruf öfters, wie der ausgeführt wird. Und deswegen interessiert es mich halt auch, wie es ein bisschen hinter den Kulissen ist. Und auch vom Verkauf her würde ich gerne Sachen so wissen, wie das so von der Verkäuferin her aus ist. Schon mitten in der Ausbildung ist Lucy Grimmelt, die Vorteile ihres Berufes zu schätzen weiß. Es ist ein sehr, sehr sozialer Beruf, dadurch, dass wir viele verschiedene Menschen da haben, von verschiedener Herkunft auch. Und es ist sehr, sehr viel abwechslungsreicher Sachen, die wir machen, durch das verschiedene Brötchen belegen. Und das macht einem dann, dadurch, dass die Kunden sich über die Brötchen freuen, auch selber sehr viel Freude. Gute Fachverkäufer sind rar und so ist Bereichsleiterin Silvia Becker erfreut über jeden jungen Menschen, der den Beruf des Fachverkäufers ergreifen möchte. Genau, wir sind im August 2023 und Chancen sind auf jeden Fall noch da. Gerne jetzt, sofort, aber auch bis zum Juli, auch bis zum August, wenn jemand noch ganz spät die zündende Idee hat und sich denkt, ich bin so ein Verkaufstalent, ich bin ein Kommunikationsmensch, ich bin jemand, der einfach auch gute Laune hat und was ausstrahlt, der gerne im Team arbeitet, Leuten gerne einen Gefallen tut, ist auch eine ganz schöne Angewohnheit, wenn man das gerne macht, also dem Kunden gegenüber zu treten. Und den Rest machen wir dann schon. Also es sind so Voraussetzungen, die wir dann ganz gerne einmal hätten. Die Azubi-Nacht bei Lange ist sowohl für die Bewerber als auch für die Bäckerei ein echter Gewinn. Letztendlich werden nach jeder Nacht mehrere Ausbildungsverträge unterschrieben. Auch an diesem Abend kann Geschäftsführerin Birgit Laufs schon erste Erfolge verzeichnen. Wir sind ganz zufrieden mit dem Abend, mit der Azubi-Nacht, die ja nicht so eine echte Nacht ist, weil wir haben viele Kontakte knüpfen können und gerade bei den Konditoren, wo so viele Jugendliche sich interessiert haben, haben wir jetzt schon 2 Probeabende vereinbart. Die kommen also in der nächsten Woche in 2 Nächten und werden Probearbeiten und auch bei den Verkäuferinnen sind mindestens 2 oder 3 potenzielle gute Verkäuferinnen dabei. Insofern freuen wir uns über diese Veranstaltung. Einige Ausbildungsplätze sind aktuell auch noch frei. Interessierte können sich auch noch kurzfristig bewerben. Für 2023 können sich Jugendliche noch in allen 4 Ausbildungsberufen bewerben, außer Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Da sind alle Plätze besetzt. Aber Bäcker, Konditorinnen, Fachverkäuferinnen sind auf jeden Fall noch gefragt und wir freuen uns über Bewerbungen oder über Probetage, die jeder bei uns jederzeit machen kann. Wer nur einmal so in die Arbeitswelt bei der Bäckerei Lange hineinschnuppern möchte oder ein Praktikum absolvieren möchte, ist jederzeit willkommen. Auf die individuellen Wünsche der Bewerber wird Rücksicht genommen. Bewerben kann man sich auf dem traditionellen Weg, aber auch online oder sogar per WhatsApp. Und wieder einmal zeigt sich, dass es gerade in Zeiten des Fachkräftemangels neue Wege zu gehen gilt. Damit die Zukunft eines Unternehmens gesichert ist und sich junge Leute ihre Zukunft backen können, so wie bei der Azubi-Nacht der Bäckerei Lange. Sich die Zukunft backen, das hört sich doch eigentlich lecker an. Eine tolle Aktion der Firma Lange, um die jungen Menschen an den Handwerksberuf heranzuführen. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle für Ihr Interesse bedanken, denn wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Auch in unserer nächsten Ausgabe bleiben wir beim Handwerk und fragen uns, ob dieses Gewerk immer noch goldenen Boden hat. Für Sie ist der Bericht schon in unserer Mediathek anzuschauen, so wie Sie all unsere Berichte im Internet unter selzer.tv und unsere Magazinsendungen unter nrvision.de jederzeit sehen können.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Frühling, eine schöne Zeit und sage Tschüss und bis bald.